Man geht heim und weiß, man hat etwas Gutes getan und nimmt sowas was im Herzen mit. Und das ist ganz wichtig. Mein Name ist Anke Lange und ich bin die Leitung für die soziale Betreuung hier im Haus und das schon seit 15 Jahren. Wir sind so die Bespaßer im Haus. Wir bringen ein bisschen Leben in die Bude und kümmern uns darum, dass die Bewohner aktiv sind und ihr soziales Leben weiterhin gestalten können, so wie sie es gerne möchten, auch wenn sie jetzt bei uns in unserer Einrichtung wohnen. Ich bin der Frank. Ich bin hier als Ehrenamtlicher in der Diakonie Gotha. Ich bin als Fahrer hier zuständig. Ich hole morgens unsere Klienten hierher und fahre sie nachmittags wieder nach Hause. Ich bin die Christa, mit der Leitung angeboten, ehrenamtlich für die Bewohner Kleidung zu reparieren, da ich mal schon weiterhin gelernt hatte. Ich komme gut klar mit den Bewohnern. Ich bin eigentlich vom ersten Tag an voll aufgenommen worden. Man sieht mich eigentlich gar nicht mehr als Ehrenamtlicher, sondern ich gehöre einfach dazu. Es ist toll, dass Ehrenamtliche hier mittendrin sind. Ich komme sehr gern hierher. Wir machen früh Sport. Und dann machen wir Fragespiele, viele schöne Sachen. Wir können natürlich immer Unterstützung gebrauchen. Wir sind dankbar für jeden und freuen uns auf jeden ehrenamtlichen Mitarbeiter. Für Ehrenamt gibt es hier ganz viele tolle Möglichkeiten im Haus. Die Gottesdienste, die Andachten begleiten, unsere Gartenarbeit, Backen, Kochen, Stricken oder Nähen. Spaziergänge sind ganz wichtig, zuhören, vorlesen, Geschichten erzählen. Oder jemand ist gereist und möchte einen Vortrag halten. Wir sind für alles offen. Wenn du vielleicht ein Hobby hast und eine Leidenschaft, dann kommen Sie hierher. Und betreuen sie uns. Jeder darf sich hier verwirklichen, jeder darf seine Ideen mitbringen und darf das tun, was er gut kann. Meld dich einfach ganz unkompliziert per Mail oder ruf uns einfach an und wir warten auf dich, wir freuen uns auf dich. Also ich bin auf jeden Fall da, ich hoffe, du kommst dazu. Klasse.